Psychiater brüllen schon auch während der Sitzungen. Manchmal berührt unsere Geschichte derart, dass es einfach sinnlos wäre, die Tränen zu unterdrücken, weil man auch dem Patienten somit signalisiert, dass man gerührt ist. Psychiater haben selber psychische Probleme. Also, es kommt vielleicht ein bisschen auf die Grösse drauf an. Das ist halt immer so ein Problem. Wenn man schwer krank ist, kann man einfach nicht arbeiten als Psychiater. Das würde sich ausschliessen. Aber dass wir halt unsere Probleme und Sorgen haben wie alle anderen Menschen, ja, das ist natürlich schon so. Das ist ein häufiges Vorurteil, dass man psychische Probleme mit Medikamenten behandeln sollte. Und in Wahrheit sind es eigentlich eher wenige, dafür ernste und schwere Probleme oder schwere Erkrankungen, die man mit dem Medikament behandelt. Und wir versuchen das zu vermeiden, aber das geht halt nicht. Wir Psychiater analysieren unser Umfeld. Das ist so. Und das kann man auch nicht wirklich unterdrücken. Ich sehe fast nie beim Posten zum Beispiel jemandem an, was er genau hat. Aber ich sehe sicher, wenn jemand auffällig ist und also meine Fantasie, was er könnte haben. Menschen sind heute nicht häufiger psychisch krank. Aber Menschen gehen heute mehr zum Psychiater. Und das hat damit zu tun, dass viel mehr sehen, dass es eine Lösung gibt und dass sie das auch wollen. Und das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung. Ich finde nach wie vor, dass Psychiater ein super spannender Beruf ist und dass man auch nicht Angst muss haben vor uns. Und ich hoffe auch, dass vor allem von den jungen Menschen, dass es wieder mehr Leute gibt, die in unseren Beruf kommen. Weil wir merken das in den letzten Jahren, dass das immer schwieriger wird, um halt Menschen zu begeistern, die diese wichtige Aufgabe weiterhin ausführen.